So, machen wir da noch zwei Slabs hin. Hallo? Na prima. Jetzt fliegt er auch runter. Krass, geil. Ach, da kommt aber noch einer. Sogar mit Kettenrüstung? Alter, wie geil ist das denn? Droppt das Ding Zeug natürlich nicht, ist ja klar. Ich lebe bereits in freudiger Erwartung, dass sich mir irgendwas in den Nacken sprengt. So, dann machen wir mal da eine Kürbislaterne hin und da eine Kürbislaterne hin und was jetzt vermutlich in Tacken schwierig sein dürfte. Ah, das können wir auch ganz einfach lösen. So, dann klatschen wir da eine Kürbislaterne hin, dann haben wir ein schönes Halloweeniges Portal. Bauen das da ab. Und hoffen einfach, dass da vorne jetzt nicht irgendein Creeper rumrennt. Nee, keiner. Was ist das da oben? Achso, das ist die komische Tafel, die Questtafel. Okay. Wir brauchen die Spitzhacke. So. Das kann da rein. Oh, schon über 64 Pfeile. Nett. So, ja, verdammt, wir hätten auch noch Dingens mitnehmen können. Wie heißt's? Wobei, eventuell klatschen wir einfach da oben die Kürbislaternen hin. Wäre eigentlich auch eine Idee. Wir klatschen die Kürbislaterne im Endeffekt. Ja, vielleicht dahin einfach. Machen da dann das Lab hin. Dann können wir die Monster gemütlich kloppen. So. Ja, das lassen wir jetzt mal vorerst mal so. Weil damit können wir ja zumindest mal ganz provisorisch das Loch hier flicken. Hier kommt ja der Crafting Table hin. So, ja, die Folge ist auch, glaube ich, auch schon fast rum. Das ist sehr gut, wir sind jetzt bei 1 Stunde 23 Minuten in der Aufnahme. Bei 1 Stunde 30 so ungefähr möchte ich eigentlich die Aufnahme beenden dann. So, so, auf jeden Fall. Was wollte ich sagen? Sieht eigentlich ganz nett aus. Vielleicht könnte man sogar oben noch Kürbislaternen reinmachen, wobei das sei dann vielleicht ein bisschen, na, das sei dann too much wahrscheinlich. So, über den Story Mode, da kommt ja, glaube ich, bald Episode 4 raus. Das bin schon gespannt, was da passieren wird. Auf jeden Fall, also da kam ja heute gerade die Ankündigung, es käme Version, also käme Episode 4 raus. Und, ach genau, zum Thema Ankündigung. Da kam ja heute Mojang Snapshot 50A, also 15W50A Snapshot. Das ist halt natürlich
die sind immer lustig drauf, dann dass halt Bugs sind überall und ja, es werden immer mehr, es werden halt immer mehr entfernt. Und hoffentlich gibt's halt in dem Snapshot werden mehr Bugs gefixt, wie halt neu hinzugefügt. Und dann halt der ja, Favorite in Anführungszeichen Bug halt noch nicht gefixt ist, keine Panik. Alle wichtigen Bugs werden bis zur finalen Version gefixt. Ja. Ja, also schon, ja. Und es war auch irgendwie, ach genau, Wii U gibt es jetzt auch eine Minecraft-Edition. Ja, was gibt es denn bei What is that? Das sind irgendwelche Spiele. Naja, da ist jetzt gerade nichts Interessantes passiert. Ach genau, zum Thema YouTube fällt mir heute ein. Ja. Erstens, bei YouTube gibt es ja jetzt seit gerade heute diesen komischen Knopf zwischen zwischen Start und Abos gibt es jetzt den Knopf Trends. Ja. Und wo ich mir dann so gedacht habe, ja, toll, was bringt das? Und dann habe ich mir ein bisschen überlegt und dann dachte ich mir, jetzt dachte sich YouTube, also / Google halt, wir sammeln schon so viele Daten, irgendwie müssen wir diese Daten ja auch mal verwerten. Einfach nur Daten sammeln ist ja langweilig, weil einen Haufen Daten zu haben, irgendwie musst du die Dinger ja nutzen. Hey, Moment mal, ist der Shader überhaupt noch drin? Grafikeinstellungen, Shaders? Nee, der ist aus. Upsala. Ich gar nicht gemerkt. Ja, jetzt sieht's. Warum ruckelt der jetzt auf einmal so? Ganze Zeit ohne Shader gespielt, ist mir gar nicht aufgefallen. Naja. Genau, dieser komische neue Top-Knopf Trends da bei YouTube. Da dachte ich mir so, ja gut, keine Ahnung, was das bringt, aber da dachte sie sich wahrscheinlich, wir sammeln so viele Daten, irgendwie müssen wir die ja mal endlich verwerten können. Ja, gut. Keine Ahnung, ob das der Grund ist, warum sie das gemacht haben. Naja. Ich freue mich auf jeden Fall auf die 1.9, wenn da endlich mal die ganzen. Weil das soll die FPS ja besser werden. Hoffe ich mal. Aber irgendwie, also es läuft nicht ganz so flüssig mit dem Shader. Aber gut, das ist ja im Prinzip auch bei anderen Leuten, also zum Beispiel bei Gronkh oder so. Wenn der mal richtig den richtig fetten Zeus-Shader auspackt und dann. Ist im Prinzip auch die FPS bei 2, dann hast du auch nur noch 20 FPS. Aber halt nicht in Skyblock, sondern in normalen. Naja. Auf jeden Fall, was soll ich denn sagen? Gut, bei YouTube dieser neue komische Dingens da, Trends. Ja gut, ich weiß nicht, was das bringen soll, aber. Wenn ich halt mal irgendwo in diesen Trends drin wäre, fände ich das natürlich interessant, weil das ist natürlich, ja, wobei, gut, ich weiß nicht genau, wie das bestimmt wird, was in die Trends kommt, aber ich nehme an, das hat irgendwas damit zu tun, in welchem Zeitraum das halt eine bestimmte Anzahl von Aufrufen hatte. Also wenn es halt innerhalb von so und so vielen Stunden so und so viele Aufrufe hatte, dann kommt es wahrscheinlich in die Trends. Denke ich mal. Ach genau, und ich wollte ja noch über den Story Mode quatschen. Da kommt ja bald die Episode 4 raus, oder vielleicht ist er schon raus, wenn nicht die Folge rauskommt. Auf jeden Fall, da heißt ja, also da wird also eine Geschichte oder sowas wird irgendwie zu Ende gebracht und im
Part 5 wird dann irgendeine neue begonnen oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es wird auf jeden Fall spannend. Wobei, was ich so ein bisschen doof finde halt bei beim Story Mode, es heißt ja immer, ja, die Entscheidung, die ist so wichtig, egal, es ist wichtig, wie du dich entscheidest. Es ist, so wie ich das jetzt bisher halt gesehen habe, Moment, was ist das? Das ist Potatoes, also du musst Karotten hin. Ist es eigentlich im Prinzip scheißegal, wie du dich entscheidest. Ist klar, je nach Entscheidung ändern sich halt so ein paar Details an der Handlung. Aber im Grundlegenden, was passiert, egal, das bleibt gleich, egal wie du dich entscheidest. Schnauze jetzt. Also das ist halt so eine Sache, das heißt, ja, du hast große Entscheidungen. Du kannst im Prinzip jede Entscheidung zählt halt irgendwie so. Ich habe sowas so witz formuliert, glaube ich. Aber im Endeffekt hat die Entscheidung keinen so wirklich großen Einfluss drauf, auf das, was im Endeffekt passiert. Gut, du hast aber zwischen Episoden, wo halt ein bisschen, wo du halt dann im Prinzip sich ändern, wenn du dich anders entscheidest. Zum Beispiel, wenn ich halt am Ende von Episode 1 jetzt für, Olivia entscheidest, dann gehst du halt mit der zusammen nach Redstonia. Oder wenn du halt dich für Axel entscheidest, dann gehst du halt nach Boomtown. Es ist... Aber im Endeffekt ändert es nichts am Handlungsverlauf. Gut, da so kommt halt der Witherstorm. Der Witherstorm kommt immer zu dir. Das ist Fakt. Ob du jetzt nach Redstonia gehst oder nicht, oder nach Boomtown. Entweder kommt der Witherstorm kommt zu dir. Also im Prinzip, und es ist auch scheißegal, weil im Endeffekt beide, also sowohl Elegard als auch Magnus, letztlich dann mit denen mitlaufen. Also es ist scheißegal. Weil am Ende, ja, so, ist halt so eine Sache, die ich ein bisschen doof finde, halt zu sagen, ja, du hast große Entscheidungsfreiheiten. Also es wird ja, also im Prinzip, ja, jede Entscheidung zählt, aber so groß ist diese Entscheidungsfreiheit eigentlich gar nicht. Weil du Sachen, wo im Prinzip du den kompletten Storyverlauf ändern kannst, also diese Entscheidungen, die wirklich den Storyverlauf komplett ändern würden, entweder kannst du diese Stellen, wo im Prinzip sich entscheidet, wie die Story weiterverläuft, da entweder hast du da nicht die Möglichkeit zu entscheiden, weil das halt innerhalb von einer Cutscene ist, wo im Prinzip vorherbestimmt ist, wie du dich entscheidest. Oder es sind dann so Entscheidungen, wo du zwar temporär dann ein bisschen anderen Handlungsstrang hast, aber wo es im Endeffekt dann wieder auf einen bestimmten Handlungsstrang zurückführt. Also es ist egal im Prinzip, wie du dich entscheidest. Du kommst im Prinzip an bestimmte Stationen wieder. Also ob dich jetzt für Option A oder für Option B entscheidest, du kommst wieder an bestimmten Punkten raus. Also von daher, so groß ist die Entscheidungsfreiheit da auch nicht. Das ist egal, nehmen wir mal als Beispiel mal den zweiten Teil von Deponia. Klar, das Ende ist klar, es ist klar, was am Ende der Story bei rauskommt. Aber da, da heißt aber halt nicht, du hast riesen Entscheidungsfreiheiten, weil da ist im Prinzip klar, du hast manchmal im Prinzip die Wahl, mache ich jetzt erst das oder mache ich erst das? Weil du kannst im Prinzip jetzt mal im zweiten Teil, um es mal ein bisschen vorwegzugreifen, kannst du dich entscheiden, ob du sich Golds Bewusstsein irgendwie aufspaltet. Und da kannst du im Prinzip dich entscheiden, mit welcher du im Prinzip zuerst arbeitest. Im Prinzip, welche du halt zuerst wieder sozusagen auf den Pfad bringst, auf den du so haben willst. Ja, ich weiß, ich mache ein bisschen Werbung für Deponia da, aber das im Prinzip, nach dieser Folge kommt ja erstmal ein bisschen Deponia, da ist ja Weihnachtsferien, da kommen ja erstmal Deponia-Folgen. Oder vielleicht noch ein Weihnachtsspecial so zwischendurch, aber insgesamt werden Deponia-Folgen kommen. Ja, ich muss mal gucken. Auf jeden Fall, es kommen ja Deponia-Folgen nach diesem Also, es ist erstmal Weihnachtsferien nach dem.
So, und da kommt Deponia und da werdet ihr es dann sehen. Also, aber da hast du im Prinzip zwar die Möglichkeit zu entscheiden, ja, was mache ich zuerst, aber das ist im Prinzip von allein klar, du musst alles drei machen. Gut, das ist so krass, ist beim Story-Mode nicht, da hast du im Prinzip die Entscheidung, mache ich das, mache ich das, mache ich das. Das Ziel ist, im Endeffekt, das Endergebnis ist aber das gleiche. Egal, was du machst. Naja, da hinten taucht gerade ein Creeper auf. Das mit der Frat mit den leuchtenden Kürbissen finde ich schon recht krass. Aber warum hat die Spinne eine richtige Textur? Die anderen Spinnen nicht. Ich verstehe es nicht. Irgendwo da vorne ist ein Creeper. Aber ich würde mal sagen, an dieser Stelle würde ich mich dann nochmal gerne dafür bedanken. Also, da sage ich danke fürs Zuschauen, danke fürs Kommentieren, danke fürs Abonnieren, Liken, Favorisieren, ach, was auch immer ihr mit dem Video macht. Ihr könnt auch gerne eure Katze zeigen. Ja, wobei, den Gag habe ich von The Floyd. Aber egal, macht, was ihr wollt. Teilt das Video, ist mir recht. Dann ist auch gut für mich. Dann steigere ich meine Abonnentenzahlen. Das steigert auch meine Motivation. Aber je mehr Leute das Video gucken, desto motivierter bin ich natürlich auch, Videos zu machen. Weil, wenn ich halt so sehe, okay, 10 Leute schauen sich das Video an. Natürlich, ich habe Motivation, das zu machen, klar. Aber je mehr Leute Videos schauen, je mehr Leute auch den Senf dazu abgeben, also sofern das halt jetzt nicht irgendwelche gnadenlose Eigenwerbung ist, die dann in der Regel auch im Spamfilter landet und die ich dann im Regelfall auch nicht freischalte. Ja, auf jeden Fall. Es ist halt eine Sache, wenn ich Views, je mehr Views ich habe, desto motivierter bin ich natürlich. Wenn ich wirklich feststelle, okay, ich kriege, so langsam baut sich da wirklich eine konstante Zuschauerschaft auf. Das ist so eine Sache, die ich immer wirklich erreichen will. Dass ich wirklich eine konstante Zuschauerschaft habe. Also, dass ich wirklich Leute habe, die wirklich so ziemlich jedes Video schauen. Weil das gibt einem so dann auch so, das gibt mir dann so ein bisschen, wird mir wahrscheinlich so das Gefühl geben, ja, so, ich bin so richtig auf YouTube angekommen. Also ich habe wirklich so eine Art kleine Community. Eine richtige Community habe ich ja, also jetzt zur Zeit, wo ich das Video aufnehme, noch nicht. Also es gibt da so Leute, die ich immer wieder sehe, die wahrscheinlich auch regelmäßig Videos gucken. Aber so eine richtige Community ist das, glaube ich, noch nicht. Also ihr könnt natürlich in den Kommentaren noch gerne was anderes schreiben, aber. Naja, also, ich würde mal sagen, das war's dann vorerst für dieses Jahr mit Skyblock. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann 2016 wieder in Skyblock. Danach kommt erstmal ein bisschen Deponia, ein paar Let's Play-Folgen werden dann auch noch kommen. Ein kleines Weihnachtsspecial wird es auch noch geben. Ja, auf jeden Fall, aber. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen und wünsche euch noch viel Spaß. Euer Setanta LP und ich wünsche euch auch natürlich frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht's gut, kommt gut im neuen Jahr an. Und wir hoffen, dass da nicht wieder über die Weihnachtstage so ein Tsunami, dass da wieder irgend so ein Tsunami da in Indonesien ist. Wir hoffen, dass das nicht passiert. Das war Weihnachten 2005, das ist schon 10 Jahre her. Oder war das 2006? Nee, ich glaube, es war 2005. Ich glaube, 2005. Auf jeden Fall. Ja, um die Monster, da kümmern wir uns dann später. Nächste Folge bauen wir, glaube ich, an der Monsterfalle weiter. Mal schauen. Ja, dann würde ich mal sagen, wünsche ich euch noch viel Spaß, schöne Weihnachten und fröhliche Ostern natürlich auch. Oder Happy Birthday. Ja. Um den Herrn Creepermann. Der mich hier so traurig angeschaut hat, der haben wir jetzt so schnell drum gekümmert. Ja. Aber den Rest machen wir dann im neuen Jahr 2016. Und wünsche und hoffentlich glitscht dann der Shader nicht mehr rum. Gut, vielleicht ist dann ja schon die 1.9 raus. Weiß man ja nicht. Vielleicht ist dann schon die 1.9 erschienen und ja. Wir können uns dann dem Vergnügen Skyblock in der 1.9 widmen. Ja, ich würde mal sagen, bis dahin. Noch viel Spaß, habt noch eine schöne Zeit und bis dahin sehen wir uns wieder. Also, Tschüssikowski, ciao, bis denne.